Innere Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema für uns hier in Bayern. Und bei der inneren Sicherheit ist der Bayerische Landtag, ist der Freistaat Bayern auch ganz allein zuständig. Ich sehe es als unsere Aufgabe an, der Polizeifreistaat Bayern optimale Voraussetzungen zu bieten. Unsere Polizeibeamten sind die Garanten dafür, dass wir in Bayern ein hohes Maß an Sicherheit haben. Das verdanken wir durchaus früheren Innenministern wie Edmund Stoiber und Günter Beckstein. In den letzten Jahren ist die innere Sicherheit allerdings leider etwas in den Hintergrund getreten. Das zeigt sich an Aktionen wie der 42-Stunden-Woche, aber auch am Zustand unserer Polizeigebäude. Insbesondere das Polizeigebäude in Kaufbeuren ist dringend Sanierungs- und Renovierungsbedürftig. Ich meine aber, dass wir in Kaufbeuren das alte Gebäude nicht mehr renovieren oder sanieren müssen, sondern dass wir ein neues Polizeigebäude brauchen. Auch um mögliche Erweiterungen zu ermöglichen. Deswegen werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir dieses Geld vom Freistaat Bayern bekommen, damit Kaufbeuren ein neues Polizeigebäude bekommt. Es gibt jetzt Vergleichsberechnungen, was teurer ist, eine Renovierung oder ein Neubau. Ich sage Ihnen, beide Beträge liegen nicht weit auseinander, deswegen müssen wir aus Gründen der Zukunftsfähigkeit unserer Polizei in Kaufbeuren, aus Gründen der energetischen Optimierung der Gebäude und aus Gründen der optimalen Unterbringung unserer Polizeibeamten entschlossen für einen Neubau eintreten. Ich habe schon Mitstreiter gewonnen und hoffe, dass wir dieses Projekt gegen politische Widerstände aus dem Innenministerium erfolgreich